Hier ist die Liste, die ihr immer haben wolltet, beziehungsweise ihr wolltet immer in den B-News, dass ich über die tollsten Indie-Games spreche. Und das tue ich jetzt, und zwar gleich am Anfang des Jahres, die Indie-Games 2014. Es gibt gefühlt hunderte davon, aber nur ein paar davon sind wirklich erwähnenswert, wie ich finde. Ich habe mir mal 8 davon rausgesucht im Erfolgsfall. Also wenn ihr das hier geil findet und mir ein paar Likes und Kommentare da lasst, dann mache ich auch nochmal 8 oder 10 weitere. Hier sind aber erstmal meine meist erwarteten Indie-Games 2014. Platz 7. Night in the Woods hat erstmal den Vorteil, dass es schweinegeil aussieht. Das ist so ein Grafikstil, den sieht man nicht alle Tage. Und dahinter steckt tatsächlich noch eine ganze Menge mehr, denn in Night in the Woods geht es nur vordergründig um Tiere, die in so einer Großstadt leben. Denn die Tiere sind so eine Art Metapher auf die Teenager von heute, die ihr Leben vor sich hin leben und nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Deswegen werdet ihr in Night in the Woods auch einen Großteil der Spielzeit damit verbringen, durch die Gegend zu laufen und eure Zeit zu verdösen. Dinge kaputt zu hauen oder auf der Schaukel zu sitzen oder einfach von der Brücke runter zu spucken. Man begibt sich also ein bisschen so auf diese Reise nach dem Sinn des Lebens, gerade auch, weil in Night in the Woods wohl eine große Apokalypse droht. Ganz schön heißer Tobak, der da aufgetischt wird, aber das ist ja das Großartige an den Indie-Games, dass die auch mal Themen ansprechen, die man sonst so gar nicht zu Gesicht bekommt. Platz 6. Dieses Spiel dreht mal so die Rollenverteilung ein bisschen auf den Kopf, denn in Paradise Lost First Contact seid ihr der Alien, der von den Menschen gefangen genommen wird und jetzt müsst ihr entkommen. Und das Spiel, was dabei entsteht, ist so ein Side-Scroller, der so eine Mischung aus Metal Gear Stealth-Elementen und diesen Metroidvania-Elementen hat, also dass ihr in den Levels immer wieder vor und zurück nach Karten suchen müsst. Es gibt ein rollenspielartiges Skillsystem und eine ganze Menge Puzzles, die euch ordentlich Hirnschmalz abverlangen werden. Das Ganze sieht zudem auch noch berauschend aus. Ich mag diese Pixeloptik ja sowieso, das werdet ihr auch noch bei den kommenden Plätzen merken. Von daher, Paradise Lost sollte man sich, glaube ich, vormerken, wenn man dieses Jahr gerne mal solche Schleichspiele gespielt hat. Platz 5. Und jetzt kommt das Spiel, was wahrscheinlich genauso einen krassen Coolness-Faktor hat wie Kung Fury der Film, nur hier eben als Spiel. Broforce ist ein riesiger Spielplatz der Zerstörung, wo man tatsächlich mit kleinen Versionen vom Terminator, von Neo aus Matrix und sogar He-Man durch die Gegend springen kann und alles zerspraddert. Die komplette Umgebung ist zerstörbar und es gibt sogar hinterher einen Level-Editor, mit dem ihr eigene Levels bauen könnt, die dann hinterher wieder komplett zerstörbar sind. Das macht natürlich vor allen Dingen viel Spaß mit Freunden und damit wirbt der Entwickler auch, denn Broforce trägt das Bro ja nicht umsonst im Namen. Das sieht nach einer ganzen Menge Spaß aus, nach einer ganzen Menge Popkultur-Zitaten, wenn sich das Ganze auch noch ordentlich spielt, dann könnte das einer der kleinen Hits 2014 werden. Platz 4. Wahnsinnig schöner Trailer, den die Jungs von Below da zusammengezimmert haben, denn das ist ein Xbox One exklusiver Titel, in dem es darum geht, dass, ja, gute Frage, denn die Entwickler hinter Below lassen sich gerade so überhaupt nicht in die Karten gucken. Alles, was man sieht, sind diese ersten sehr atmosphärischen Bilder, wie ich finde, die mir echt Lust auf mehr machen. Dieser Grafikstil, also von oben auf so eine sehr kleine Figur rauf zu gucken, das scheint gerade ganz schön hip zu sein. Worum es dann spielerisch geht und auch inhaltlich, und da versprechen die Entwickler sehr viel Tiefe und vor allen Dingen eine extrem große Spielwelt, das ist noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall einer der für mich interessantesten Titel, weil
auch da ist es wieder so, man zeigt mir nichts und das macht mich umso interessierter, deswegen Below warte ich drauf. Platz 3. Ein Randomized Permadeath Road Trip Simulator. Das ist das, was Death Road to Canada sein möchte. Und auch wenn ich nicht ganz weiß, was das für ein Simulator sein soll, sagt das Wort Permadeath schon, oha, hier könnte es knackig zugehen. Und tatsächlich sieht man in den ersten Bildern schon auch wieder diese typische Pixeloptik, die gerade so richtig schön in ist, eine ganze Menge von Zombies. Denn hier geht es um eine Zombie-Apokalypse und ihr müsst mit verschiedenen Co-op-Partnern versuchen zu überleben. Und es ist gar nicht so einfach, denn hier bauen sich wahre Massen von Zombies auf, die in dieser Apokalypse, in der das Spiel spielt, auf euch eindrängen. Und ihr müsst dann mit verschiedenen Co-op-Partnern und einigen wenigen Waffen diese Viecher abhalten. Wie man im Trailer sieht, kann das ganz schön knackig werden. Und die Entwickler versprechen schon, dass sehr viel Taktik und Strategie nötig sein wird und auch vor allen Dingen Absprache mit den Kollegen, um dieses Spiel zu überleben und irgendwann in Kanada anzukommen. Ein sehr interessanter Ansatz, der vor allen Dingen in Verbindung mit der Optik mein Interesse geweckt hat. Platz 2. Platz 2 hatte bei mir schon gewonnen, ohne dass ich den Trailer je gesehen hatte, denn es ist der Nachfolger von Bastion, einem der besten Indie-Games der letzten Jahre mit dem wohl besten Soundtrack, so neben Hotline Miami, aus der Indie-Szene. Das Ding war ein absolutes Brett und das ist jetzt der Nachfolger vom Entwicklerstudio Supergiant Games, die sich wieder Darren Korb geholt haben, der auch den Soundtrack zum ersten gemacht hat und damit, da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Spielerisch scheint das Ganze so ein bisschen in die Richtung von Bastion zu gehen, ist aber scheinbar so ein bisschen agil. Die Heldin, die man jetzt spielt, hat also ein paar mehr Tricks auf Lager und es gibt wohl auch eine Pause-Funktion, mit der man seine nächsten Schritte planen kann. Darüber hinaus verspricht Supergiant Games auch wieder großartiges Storytelling. Das haben sie im ersten Teil ja schon sehr gut gelöst mit diesem Erzähler. Ob es den wiedergeben wird, wird sich zeigen, aber Transistor dürfte damit einer der großen Hits des Jahres im Indie-Segment werden. Kommt exklusiv für PC und PlayStation 4 irgendwann Mitte des Jahres. Unbedingt die Augen danach aufhalten. Platz 1. Hierzu brauche ich eigentlich doch gar nichts mehr zu sagen, oder? Wer irgendwann mal eine Folge der B-News gesehen hat, beziehungsweise die Endcard am Ende, der hat diesen Song gehört, den ich einfach fantastisch finde. Hyper Light Drifter ist wohl eins der coolsten Indie-Games, was ich seit langem gesehen habe, was im Trailer schon einen großartigen Soundtrack hat und den wohl auch im fertigen Spiel haben wird. Denn Alexander Preston, der dieses Spiel eigentlich so im kleineren Stil entwickeln wollte, ist zu Kickstarter gegangen, hat um 25.000 Euro gebeten und hat Stand jetzt 700.000 Dollar eingenommen. Mit den zusätzlichen Moneten kann er sich also durchaus einen coolen Soundtrack zusammenbasteln lassen und das Spiel, was dazu kommt, scheint so eine Mischung aus einem Zelda, was so ein bisschen schneller ist und so typischen Retro-Aspekten, so ein bisschen gemischt mit der Grafik von Tron Legacy zu werden und das finde ich super interessant. Ich mag ja Hack and Slays im Stil von Diablo und so sieht das auch aus. Für mich das Must-See, das Must-Play 2014 im Indie-Segment. So, falls ihr noch Vorschläge habt, dann packt ihr mir unten in die Kommentare. Ich habe sicherlich eine ganze Menge verpasst oder vergessen. Ich habe vor allen Dingen bewusst einige Spiele weggelassen. So Sachen wie Tales of Borderlands, zu denen es noch nichts gibt, oder dem Game of Thrones Spiel, aber auch Starbound, wo es die Beta schon im vergangenen Jahr gab. Ich habe mich daher bewusst versucht, auf Titel zu konzentrieren, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Alles Weitere können wir vielleicht in einem weiteren Indie-Special nochmal besprechen oder ihr packt es unten in die Kommentare.